Leute, jetzt heißt es aber Kniegas geben. Der Strand wird immer schmaler. Mich erwischt hier schon fast das Wasser. Denk mal das. Gerade schon fast die Dusche hier abgekommen. Aber wirklich komisch. Ich war vor Jahren hier. Guckt euch mal diese Abbruchkanten an. Ja. Das ist heftig. Der Strand, der war bestimmt mal 200, 300 Meter breit Richtung Weiße Düne. Jetzt hast du hier noch einen schmalen Streifen und musst aufpassen, ja, dass du hier nicht noch erste Füße kriegst. Egal. Ich gebe jetzt mal ein bisschen Gas und melde mich gleich zurück. Oase ist gleich erreicht. Für jemanden oder für die Leute, die sich nicht auskennen, Oase, ja, ist so ein Wegpunkt zwischen Weißer Düne und, ja, Oststrand. Ist sozusagen hier die letzte Anlaufstelle, wer noch auf Toilette muss oder mit dem Bus umkehren möchte, sollte das von hier aus tun, weil danach ist Schluss. Ja, hier hat man auch normalerweise immer die FKK-Sauna. Ganz witzig, da kann man sich danach ins Meer stürzen. Aktuell natürlich gar nichts. Alles noch, alles schläft noch. Aber wie gesagt, hier die letzte Station Oase, wo wir jetzt auch rüberwechseln zum Norderneyer Leuchtturm. Eins möchte ich noch zu meiner gestrigen Wanderung sagen, und zwar hatte ich das vielleicht nicht erwähnt. Wenn man wirklich vorhat, von Stadtzentrum oder Weißer Düne oder jetzt hier von der Oase bis zum Wrack zu wandern, sollte man wirklich gucken, dass man genug zu trinken dabei hat. Vielleicht das ein oder andere zu essen, ein paar Snacks. Und für Kinder ist das auch absolut überhaupt nicht geeignet, muss ich dazu sagen. Das ist einfach zu weit. Das ist zu anstrengend und man muss bedenken, von dort fährt kein Bus. Da hatte ich gestern Mist erzählt, es fährt von dort kein Bus. Man kann da nicht parken. Man muss tatsächlich den kompletten Weg zurücklaufen. Und das mag für den einen oder anderen sehr beschwerlich sein. Der Hinweg geht immer noch. Aber wie gesagt, wir reden da von
18 Kilometern vom Stadtzentrum und den ganzen Weg dann wieder zurück ist für den einen oder anderen auf jeden Fall, denke ich mal, nicht schaffbar. Ja, ich merke heute auch, okay, gut, ich habe gutes Schuhwerk, von daher noch so ein bisschen Kondition, ein bisschen Übung. Aber das wollte ich abschließend nochmal sagen, für Leute, die absolut nicht geübt sind, lasst die Finger davon und auch bitte nicht in Flipflops loslaufen und solche Aktionen, auch nicht im Sommer, wenn es warm ist, einfach dann lieber gar nicht machen. Das ist zu weit, man schafft es einfach nicht. Hin vielleicht, aber der Rückweg wird auf jeden Fall dann schwer. Nur als kleiner Tipp von mir. So, unser Ziel ist erreicht. Der legendäre Leuchtturm auf Norderney. Und wir setzen dem Ganzen jetzt noch die Krone auf und werden diesen Turm besteigen. Wir sehen uns gleich oben.
Also bevor die Frage aufkommt, nein, es gibt keinen Fahrstuhl. Man muss den Turm zu Fuß besteigen. Aber Wahnsinn, Leute. Richtig interessant. Ich bin mal gespannt auf die Aussicht. Das ist echt anstrengend. Ich bin eigentlich nicht aus Zucker, aber hier machst du ordentlich Höhenmeter. So, ich befinde mich wieder auf dem Abstieg. Und Leute, ich muss euch sagen, ich bin ein richtiger Schisser geworden. Ja? Also früher hätte mir das alles wahrscheinlich nichts ausgemacht. Höhe, Karussells, Achterbahnen, wie auch immer. Aber das war gerade eine harte Nummer. Ich komme da oben raus, fliegt mir fast der Hut weg. Das schon mal zum Anfang. Ein Sturm. Ja gut, ist ja auch klar, dass es stürmisch ist auf dem Leuchtturm. Aber oh, dann dieser relativ schmale, kleine Bereich, auf dem man sich dort bewegen kann. Also das ist wirklich nichts für Pfeifen wie mich. Also da sollte man schon so, da sollte man auf jeden Fall mutig sein. Ja? Ein guter Aufstieg kostet jetzt unten 3,50 €. Das ist okay, der Turm muss in Schuss gehalten werden. Jo. Für Leute, die wirklich mutig sind und die einen wirklich schönen Weitblick genießen möchten, empfehle ich auf jeden Fall den Aufstieg hier auf diesem Leuchtturm in Norderney. Auf jeden Fall gelohnt, der Ausflug zum Norderneyer Leuchtturm. Ich verabschiede mich jetzt noch nicht, weil man wirklich nicht weiß, was einem auf dieser schönen Insel noch begegnet. Darum setze ich einfach mal fort, hole mir jetzt kurz meine Sachen und dann geht's weiter.
einem wunderbaren Rückweg vom Leuchtturm durch die Düne. Legal, natürlich. Es gibt wunderbare Pfade dort zurück zum Strand. Oder halt auch schön befestigte Fahrradwege. Den Weg habe ich jetzt genommen. Wieder zurück zum Strand. Bei dem Wetter ist halt einfach das Schönste, würde ich sagen, am Strand zu laufen. Ich laufe jetzt nochmal Richtung Norderney-Zentrum, Stadtzentrum. Und gucken, ob wir da vielleicht noch was Schönes entdecken können. Ich denke mal schon. Ja. Aber erstmal am Strand zurück. Und bis gleich. Hier kann man jetzt noch mal sehen, wie sich die Dünen wirklich sozusagen im Meer auflösen. Ja, die sind hier richtig runtergekommen. Guckt euch das mal an, wie die runterkommen. Und das Stück für Stück. Ja. Konnte ich vorher nicht so wirklich zeigen, weil wir Flut hatten. Jetzt ist hier Ebbe. Jetzt kann man hier genau sehen, wie sich die Dünen ablösen. Ja? Wie das hier immer weiter vom Wasser abgetragen wird. Ja, jetzt stelle ich mir die Frage, wie will man das Ganze aufhalten? Man hat es versucht. Ich denke mal, jetzt habe ich es mir auch so ein bisschen selber erklärt. Das werden wahrscheinlich Wellenbrecher sein. Künstliche Wellenbrecher, die man hier installiert hat, dass das Wasser nicht mit voller Wucht auf die Düne prallt und damit immer mehr Land abgetragen wird. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Wer es besser weiß, bitte mal in die Kommentare schreiben, weil das interessiert mich wirklich brennend. Und bevor ich hier Blödsinn erzähle, wäre ich nicht traurig, wenn mich jemand verbessert oder vielleicht meiner Meinung ist. Das ist auf jeden Fall ganz interessant mal zu wissen. So, liebe Zuschauer, ich war jetzt noch mal kurz in meiner kleinen Ferienwohnung, mich kurz umgezogen, geduscht und ein paar Sachen abgelegt und ja, war jetzt hier im Surfcafé auf Norderney noch zum Abendbrot, Kleinigkeit gegessen. Ich bin auch ziemlich fertig. Wie man es vielleicht sieht, habe ich auch einen guten Sonnenbrand. Ja. Sonnenuntergang ist leider Fehlanzeige. Für morgen ist das Wetter schlecht vorausgesagt. Aber gut. Bis hierhin hatten wir ein paar schöne Tage, denke ich mal, zusammen. Und ich konnte euch vielleicht so ein bisschen was zeigen von der Insel. Ist auf jeden Fall eine Reise wert, immer sehr schön. Aber für mich heißt es jetzt auch ab in die Ferienwohnung, ins Warme. Ist doch relativ frisch geworden, zum Abend sowieso immer sehr relativ frisch, wenn man auch durch ist. Viel gelaufen heute wieder und ja, ich möchte mich auf jeden Fall bei euch nochmal
recht herzlich fürs Einschalten bedanken, fürs Verfolgen meiner Norderney-Story in 3 Teilen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich melde mich nächste Woche schon wieder bei euch. Da bin ich nämlich schon wieder unterwegs, und zwar im Siebengebirge. Dort sind auch schöne Wanderungen geplant, aber ich möchte nicht zu viel verraten. Freue mich auf jeden Fall wieder, wenn ihr dabei seid, wenn ihr wieder einschaltet. Und würde sagen, gute Nacht, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video, und seid gespannt, was noch alles kommt. Tschüss.